Dann schlage ich vor, wir starten mit dem ersten Schwerpunkt, nämlich dem Urlaub. Gerne. Und hier vielleicht mit einer etwas provokanten Frage. Ist der Urlaub eine Art Freizeitgeschenk des Arbeitgebers an die Belegschaft? Frau Haas, eine tolle Frage. Nein, natürlich, der Gesetzgeber hat hier nie an Geschenke gedacht. Er denkt an den Erholungswert. Arbeitnehmer sollen langzeitig sozusagen in ihrer Arbeitstätigkeit geschützt werden durch Erholung. Urlaub soll Erholung sein und soll ermöglichen, dass Mitarbeiter bislang ins hohe Alter gut arbeiten können. Und das ist so die Ideologie des Urlaubes und auch der Pflicht des Arbeitgebers, während dieser Urlaubsansprüche auch die Entgelte vorzuzahlen.